bin Mila und mein magisches Haustier Morphle kann sich in alles verwandeln. Guck mal, Jon. Alle sind so glücklich an Weihnachten. Ja, wir kriegen dieses Jahr wahrscheinlich nur wieder Kohle. Warte mal. Wir kriegen zu Weihnachten immer Kohle, weil wir die Bösen sind. Also, lass uns die Guten sein. Nur für heute. So muss der Weihnachtsmann uns Geschenke geben, nicht wahr? Du meinst, wir kriegen dieses Jahr Geschenke, wenn wir nett sind? Ja, lass uns anfangen. Oh nein, die Banditen. Morphle, verwandle dich in einen Dinosaurier. Alles klar, verjagen wir sie. Mila und Morphle, erschreckt mich nicht so. Danke, dass ihr mir an der Straße geholfen habt, Banditen. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Mila und Morphle, versucht nicht zu viele Leute zu erschrecken. Banditen? Was macht ihr da? Dieses Weihnachten sind wir gute Banditen, weil nur gute Menschen gute Geschenke vom Weihnachtsmann kriegen. Statt der Kohle. Was für eine tolle Idee. Wir werden euch helfen. Na, ist das kein Weihnachtswunder? Vielen Dank für eure Hilfe mit dem Weihnachtsbaum, Banditen. Ich gehe mal jemanden verheiraten. Danke nochmal, Banditen. Nein, wir danken Ihnen, Herr Bürgermeister. Der Baum sieht super aus. Das habt ihr toll gemacht, Banditen. Vielen Dank. Können wir dir mit irgendetwas helfen? Es könnte Hilfe gebrauchen, diese Zuckerstangen zu verteilen. Das können wir machen, ja. Und ab. Und ein paar für uns. Oh, Leckerstein. Ich hab gehört, der Weihnachtsmann verteilt beim großen Weihnachtsbaum Geschenke. Oh, los geht's, Stein. Danke, Weihnachtsmann. Frohe Weihnachten, Sarah. Weihnachtsmann, wir sind jetzt gute Banditen. Genau. Hast du Geschenke für uns? Natürlich. Hier, bitte, Banditen. Das muss ein Fehler sein. Wir waren dieses Weihnachten gute Banditen. Seid ihr sicher? Gute Menschen klauen nicht. Oh nein. Ach komm schon, wir haben es wirklich versucht. Wir wollten dieses Jahr so gerne schöne Geschenke. Ja, nicht schon wieder Kohle. Bitte, wir würden alles tun. Alles? Na gut, wenn ihr alles, was ihr geklaut habt, zurückgebt, kriegt ihr von Morphle und mir ein Geschenk. Wirklich? Na gut. Gegeben habt, könnt ihr unsere Zuckerstangen als Geschenk haben? Ah, das ist das erste Mal, dass wir gute Geschenke an Weihnachten bekommen haben. Ist das nicht schön? Na,
Es ist besser als Kohle. Frohe Weihnachten, Jon. Frohe Weihnachten, Stein. Ja. Danke, dass du mit mir zum Arzt kommst, Morphel. Auch wenn es vielleicht etwas langweilig ist. Morphel mag Arzt. Das ist gut zu hören. So, setzen Sie sich bitte hier hin. Sehen Sie so besser oder schlechter? Schlechter. Jetzt? Besser. Und jetzt? Genau gleich. Wir sind fertig. Morphel will auch probieren. Also gut. Wie gut kannst du das sehen, Morphel? Nicht gut. Jetzt? Wie ist es jetzt? Ja, ja, Morphel sehen gut. Wie ich erwartet habe. Ich werde die Ergebnisse ausdrucken. Pass auf, dass du sie nicht verwechselst, Morphel. Tschüss. Hey, warte, Morphel. Bis zum nächsten Mal, Doktor. Auf Wiedersehen. Jetzt lass mich mal mein Testergebnis sehen, Morphel. Oh, wow. Hier steht, dass ich keine Brille mehr brauche. Jetzt lass mich deinen Test sehen, Morphel. Oh je, sieht aus, als bräuchtest du meine Brille. Komm, wir passen sie an, damit sie dir passt. Bist du zufrieden mit deiner Brille, Morphel? Ja, Morphel glücklich. Aber Morphel sieht schlecht. Ich auch. Ich bin sicher, der Arzt weiß es am besten. Ich denke, unsere Augen brauchen nur ein wenig Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Gehen wir doch erst mal am Strand spielen. Was macht ihr denn da? Die Leute sind heute nicht sehr nett. Wow, es ist ein toller Tag am Strand. Das sind die besten Wellen, die ich je gesehen habe. Aber das ganze Surfen hat mich hungrig gemacht. Lass uns ein Eis holen. Erfrischend. Ist es schon Zeit, Mila von der Schule abzuholen? Ich glaube, wir haben noch Zeit, die magischen Haustiere im Laden zu füttern, Morphel. Ich glaube, es ist Zeit, deinen Papa anzurufen. Ich kann nicht glauben, dass sie mich vergessen haben. Ich muss Bruder Zeit füttern. Kannst du mir das magische Tierfutter geben, Morphel? Hä? Was machst du denn da? Bist du blind? Weit gefehlt. Wir haben gerade unsere Augen überprüfen lassen, Polizist Freeze. Hä? Ich bin nicht Polizist Freeze. Ich bin Zoowärter Kenneth. Du bist Kenneth? Wie auch immer, Morphel braucht jetzt eine Brille, ich aber nicht. Hey! Ich glaube, du brauchst eine Brille und Morphel nicht. Hey, das ist nicht die magische Zoohandlung. Oh nein, wir müssen die Testergebnisse verwechselt haben. Schau nur die Zeit, wir müssen Mila von der Schule abholen, Morphel. Oh, Mila! Diese beiden. Ich bin froh, dass sie Mila haben, die ein Auge auf sie haben kann. Es ist toll, ein Ninja zu sein. Morphel will auch Ninja sein. Das tut weh. Keine Sorge, Troy. Nur ein echter Ninja kann eine Planke durchschlagen. Wow! Das ist toll, Morphel. In meinem Ninja-Handbuch steht, ein echter Ninja kann nicht nur ein Brett durchschlagen, sondern auch richtig hochklettern. Ninja-Morphel kann klettern!
Und Ninjas können richtig weit und schnell springen. Haja! Wursch! Haja! Das ist super! Außerdem kann sich ein Ninja überall verstecken. Verstecken? Oh. Wow, wo ist der hin? Weiß ich nicht. Da bist du. Du bist auch echt gut im Verstecken. Jetzt musst du nur noch Obst in der Luft zerteilen. Bist du ein echter Ninja? Ein echter Ninja? Die Banditen. Nein, heute sind wir die Ninja-Ban. Ninja-Meister. Ja, wie kann Morphle ein echter Ninja sein, wenn er nicht den supergeheimen Ninja-Move kennt? Wow, was ist der supergeheime Ninja-Move? Morphle will lernen. Morphle will bester Ninja sein. Na gut. Hört gut zu. Erst müsst ihr zur Schule gehen. Aber niemand darf dich auf dem Weg sehen. Dann musst du eine gelbe Blume finden. Und sie auf deinen Kopf tun. Und damit herumtanzen. Jetzt, wo Morphle den supergeheimen Ninja-Move lernt, können wir Mila kidnappen. Oh nein! Warum tut ihr das? Um deinem Ninja-Freund eine Falle zu stellen, natürlich. Oh, um seinen supergeheimen Ninja-Move zu testen? Gute Idee. Morphle, Hilfe! Morphle, Hilfe! Mila! Morphle ist Mila! Mila klettert! Jetzt Mila springt! Was war das? Ninja, verstecken! Ich sehe Morphle nicht, Stein. Tada! Morphle, da bist du. Ich werde die Falle aktivieren, Jorn. Supergeheimer Ninja-Move! Er macht es wirklich, Stein. Oh nein, eine Biene, Rennstein! Na bitte, die Banditen haben all das für dich gemacht. Ja, danke schön, Banditen. Gern geschehen. Guck mal, Morphle, überall sind Dinos. Wow! Ah, Mila und Morphle, wie findet ihr unseren neuen Dinosaurierpark? Dinosaurierpark? Ja, Professor Rashid und ich haben diese Dinosaurier in unsere Zeit gebracht. Denn jeder mag Dinosaurier. Nicht wahr, Kleiner? Ja, klar. Ist das nicht gefährlich? Quatsch! Die sind harmlos. Die fressen keine Menschen. Das ist gut. Dieser Tyrannosaurus Rex allerdings... Das scheint mir nicht sehr sicher. Keine Angst. Das ist der sicherste Käfig der Welt. Fass bloß diesen Hebel nicht an. Damit bedient man die Tür. Siehst du? Der Hebel klemmt. Rette sich, wer kann! Schnell, Morphle, verwandle dich auch in einen T-Rex. Puh,
zurück in die Vergangenheit. Mila, zwei Dinos sind in die Stadt entkommen. Wenn du sie hierher bringst, kann ich sie auch zurückschicken. Okay, los, Morphle. Verwandle dich in einen Hubschrauber. Bitte hör auf damit. Das ist kein Baum. Er ist bestimmt hungrig. Ich glaube, wir können ihn mit etwas Essen anlocken. Verwandle dich in einen Roboter. Heb den Baum auf, Morphle. Passiert irgendetwas? Geh weiter, Kumpel! Oh oh! Er ist stark, aber nicht so stark wie du, Morphle. Verwandle dich in einen Bagger. Ihn auf die Schaufel, Morphle. Danke, Mila und Morphle. Ohne euch säßen wir jetzt echt in der Patsche. Tolle Arbeit. Aber was machen wir jetzt mit dem Park? Ohne Dinos wirkt er etwas langweilig. Nun, wie wäre es mit einem Picknick? Ja, ein Picknick. Mit Dinos. Wow! Affen! Hi, Zoowärter Kenneth. Was ist los? Oh, die Affen sind verschwunden. Sie geraten immer in Schwierigkeiten und ich mache mir Sorgen um sie. Wir können sie finden. Ja! Echt? Das wäre super. Morphle, verwandle dich in einen Hubschrauber. Also, wo könnten die Affen nur sein? Morphle weiß nicht. Ah, ein Affe? Wir haben wohl den ersten Affen gefunden. Aber wo ist er? Er ist dort an der Decke. Die Schwerkraft des Affen verändert. Ja, und jetzt will er an der Decke bleiben. Morphle kann ihn fangen. Ja! Geschafft! Super! Weißt du, wo die anderen Affen vielleicht hin sind? Bist du sicher, dass ein Affe auf dem Meer ist? Oh, Affe! Oh nein, ein Hai! Affe, hilf!
Kai wegjagen. Ich habe eine Idee. Und dann. Keine Sorge, Affe. Hi, Wolkenmonster und Affe. Oh, hallo. Ich habe einen neuen Freund. Das ist super. Aber wir müssen den Affen und seine Freunde zurück in den Zoo bringen. Oh, okay. Aber du kannst mit den Dreien im Zoo spielen. Wirklich? Wir sind zurück und haben einen Freund mitgebracht. Super, da seid ihr ja. Ich bin eine schaurige Hexe. Halloween macht Spaß, oder? Als was wirst du dich verkleiden, Morphel? Morphel weiß nicht. Wie wär's mit einem Vampir? Oh, ja. Das sieht toll aus, Morphel. Dann können wir ja losgehen. Wie gruselig ihr seid. Hier, bitteschön. Viel Spaß. Danke. Danke. Hey, Mila und Morphel. Ich bin ein echter Dinosaurier. Morphel, Vampir. Oh, kannst du dich auch in eine Fledermaus verwandeln? Fledermaus? Ja, Vampire können sich in Fledermäuse verwandeln. Oh, so etwa? Morphel ist ein echter Vampir. Tschüss, Mila und Morphel. Du bist ein echt gruseliger Vampir, Morphel. Ja. Süßes oder saures? Ah, so gruselig. Ich hab was Süßes für euch zwei. Dankeschön. Ah, du bist ein echter Vampir. Das ist der Preis für den echtesten Vampir. Morphel, echtester Vampir. Vampir-Spaß! Und wir haben schon so viele Süßigkeiten. Gib sie mir zurück, gib sie mir zurück. Ah, als echte Piraten plündern wir heute Nacht alle Schätze. Wie viele Süßigkeiten haben Sie? Ganz schön viele. Und ein Tetrapack Apfelsaft. Gib sie zurück, das sind Süßigkeiten. Morphel, der Vampir will trinken euren... Ah, ein Vampir! Apfelsaft. Morphel, der Vampir will euren Apfelsaft trinken. Dankeschön, Morphel, der Vampir. Das ist das letzte Haus. Süßes oder saures? Ich hoffe, ihr zwei seid die Letzten heute. Ich habe von einem echten Vampir gehört und will nicht, dass er reinfliegt. Morphel, der Vampir will Süßes. Der Vampir! Süßes. Vampir!
Vampir hassen Knoblauch. Mal schauen, wie dir das gefällt. Süßigkeiten. Bleh. Süßigkeit, nicht lecker. Ich hab dich besiegt, Vampir. Das ist kein echter Vampir. Das ist Morphel. Morphel mag die Süßigkeiten nicht. Das macht Sinn. Lecker. Jetzt verschwindet von meinem Grundstück. Husch. Mr. Action. Du musst erst mein lebendes Auto besiegen. Oh nein! Gib auf, Mr. Action. Oh, das ist nicht fair. Ich nehme den, du kleiner roter Klecks. Und wenn du mir folgen willst, musst du erst mein lebendes Auto besiegen. Oh, oh nein! Keine Angst, wir fangen ihn, Morphel. Mimi, verwandle dieses Auto wieder zurück. Wir müssen uns was Besseres überlegen. Morphel, verwandle dich in einen Superhelden. Flieg einfach drüber, Morphel. Weg hier! Wenn du diese Puppe unbedingt willst, hier, nimm sie! Oh nein, Mr. Action! Nein, warte, Morphel. Wir müssen Professor Evil fangen. Dein Held! Lass sie frei, oder es gibt Ärger! Mr. Action ruiniert immer alles, aber nicht heute! Los! Hey, wohin fährst du? Das ist nicht fair! Mimi, schnell! Ich bin glücklich, dass alles wieder normal ist. Hey, Mila und Morphel, mein Haus ist verschwunden. Wisst ihr was darüber?
Hallo, Herr Eismann. Zwei Eis, bitte. Aber natürlich, Mila. Welche Sorte möchtest du? Na, was ist denn die beste Sorte? Was? Die beste Sorte? Die habe ich nicht. Weißt du, die beste Sorte wurde von meinem Großvater gemacht. Er ist um die ganze Welt gereist, um eine ganz besondere Zutat zu sammeln. Eine Blume, die so süß ist, dass sie das Eis so schmecken ließ wie nichts anderes. Wir könnten diese Blume besorgen. Wo können wir sie finden? Das ist der schwierige Teil. Jedes Jahr wächst sie an einem anderen Ort. Aber mein Großvater hatte diese Notiz hinterlassen. Die könnten euch bei eurer Suche helfen. Sieht aus, als hätten wir eine Reise vor uns, Morphel. Verwandle dich in einen Hubschrauber. Diese Notizen weisen uns in Richtung Dschungel, Morphel. Lass uns dorthin gehen. Lass uns deine Nase benutzen, Morphel. Verwandle dich in einen Suchhund. Wuff, Mila! Toll, gucken wir uns das mal an. Ach, das sind nur Beeren. Vorsichtiger sein, Morphel. Ah! Sieht aus, als würden sie eine Art Zucker tragen. Ah! Lass uns weitersuchen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Blume im Dschungel ist, Morphel. Auch, Morphel. Sie riecht wunderbar. Lass uns schnell zum Eismann zurück. Es wird nicht mehr lange dauern. Ja, Eiscreme. Hier, bitte sehr, die beste Sorte. Wow, das ist sehr lecker. Wow, Eiscreme. Noch mehr? Tut mir leid, Morphel, aber das war das ganze Eis, das ich machen konnte. Aber du kannst den Löffel ablecken. Ja. Das sind Zeitportale. Ach du heiliger Bimbam, wie ist das passiert? Diese Sachen gehören hier nicht her. Jemand muss nach ihnen suchen. Wir sollten sie zurück in ihre Zeit bringen. Was für eine gute Idee, Mila. Diese kleine Maschine sieht echt Hightech aus. Ja, sie muss aus der Zukunft sein. Du hast recht. Lass uns dorthin. Erster Halt, die Zukunft. Ja. Hey,
Wartet mal. Das sieht aber gar nicht wie die Zukunft aus. Oh nein, der Mann da drüben ist in Gefahr. Morphel, verwandle dich in einen Pterodaptor. Vielen Dank, dass ihr mich gerettet habt, Mitzeitreisende. Ihr werdet nicht glauben, was mir passiert ist. Ich war gerade dabei, diesen Ort zu untersuchen, als meine Zeitfernbedienung weg war. Ist das wirklich deine? Ah, ja, vielen, vielen Dank. Oh, jetzt kann ich nach Hause. Halte die Hände im Fahrzeug. Nächster Halt ist das Mittelalter. Ja, genau. Bringen wir das Schwert zurück. Zeit für ein mittelalterliches Schwert aus? Das liegt daran, dass wir nicht im Mittelalter sind. Was ist mit dieser Maschine falsch gelaufen? Das ist es. Das Schwert ist mein Familienerbstück. Sie haben es geklaut. Familienerbstück? Wir haben es nicht geklaut. Wir sind gekommen, um es zurückzubringen. Das sagen alle Diebe. Polizei, verhaftet sie! Na, immerhin ist das Schwert zurück bei seinem Besitzer. Aber ich verstehe nicht, warum heute nichts funktioniert. Mach dich nicht fertig, Professor. Wir haben nur noch einen Gegenstand übrig. Das stimmt. Na, mal schauen, wo wir als nächstes enden. Mittelalter. Puh, na endlich. Das war ein ziemlicher Umweg, aber wir sind da. Aber ich frag mich, wo das Ei herkommt. Heiliger Bimbam, warum rennen alle? Oh. Oh. Du hast das Drachenei. Bitte gib es dem Drachen zurück. Beeil dich. Oh, also ist das die Drachenmama, die nach ihrem Ei sucht? Wir müssen es zurückgeben. Aber wie? Morphel, verwandle dich auch in einen Drachen. Du bist der Grund, warum heute alles schiefgelaufen ist. Deinetwegen hat diese Drachenmama fast ihr Baby verloren. Naja, es gab einige Probleme. Aber jetzt haben ja alle ihre Sachen wieder. Na, ich hoffe mal, dass Orphel seine Lektion gelernt hat. Orphel, verwandle dich in ein Rennauto.
Halt sofort an, Orphel. Was? Das ist nicht Orphel. Das ist Morphel. Ja. Sorry, Morphel. Ich kann euch nie auseinanderhalten. Wer ist noch mal wer? Morphel ist rot, Orphel ist grün. Das wusste ich. Naja. Also, der Grüne macht gerade überall in der Stadt Ärger. Oh je. Wir werden Orphel finden, Beamter Freeze. Ha, super. Wenn ihr ihn habt, verjagt ihn aus meiner Stadt, okay? Ja. Das ist aber komisch. Was? Oh nein, es ist Orphel. Schau, Morphel, da ist Orphel. Oh nein. Los, ihm nach. Nein, lass mich nicht hier. Wir müssen ihn wieder runterholen. Verwandle dich in ein Feuerwehrauto. Danke, Orphel. Aber Orphel ist wieder weg. Wir müssen ihn finden. Alles klar. Wir sind bereit, um mit dem Bau zu beginnen. Was? Nein, stopp! Bitte, hör auf damit! Da ist er! Oh nein, es kracht ein! Verwandle dich in einen Roboter, Morphel! Danke, Mila und Morphel. Aber Orphel ist weg. Schon wieder. Immer noch kein Orphel. Wo kann ich noch suchen? Ein Hubschrauber. Ich suche Orphel aus der Luft. Oh nein, Orphel ist der Hubschrauber. Oh nein! Hilfe! Ich brauche Hilfe! Morphel kann dir helfen. Oh, Morphel? Toll! Schau, Morphel, es ist Orphel. Und er wird langsam müde. Ich habe eine Idee, wie wir ihn von der Stadt weglocken können. Sei vorsichtig, Morphel. Telefox hat die Zaubertiergrippe. Du musst also eine Weile Abstand halten. Nur Zaubertiere können die Zaubertiergrippe kriegen. Telefox und ich bleiben drin, damit keine anderen Zaubertiere krank werden. Nicht spielen? Keine Sorge, wir haben auch drinnen Spaß. Nicht wahr, Telefox?
passiert. Ich glaube, Chroma hat auch Zaubertiergrippe. Komm ihr nicht zu nahe, Morphle. Hallo, Herr Maler. Hallo, Chroma. Ich glaube, du hast die Zaubertiergrippe, Chroma. Ach, das ist das also. Chroma fing an zu niesen, als eine große Blase vor ihr platzte. Du solltest drinnen bleiben, bis es dir besser geht, damit du keine anderen Zaubertiere ansteckst. Wir können auch zu Hause Spaß haben. Denk mal an alles, was wir malen können. Mila, guck! Eine große Blase. Wo die wohl herkommt? Wow! Baumeister Lawrence, bring Amy besser nach Hause. Sie hat Zaubertiergrippe. Oh nein, sicher hat eine dieser Luftblasen sie krank gemacht. Lass uns nach Hause gehen, dann wirst du gesund, Animi. Mehr Blasen! Lass uns rausfinden, wo die Blasen herkommen. Guck mal, Morphle, es ist Boba. Gehen und drinnen bleiben. Ich glaube, Boba will nicht ins Haus. Lass uns hinterherfahren, Morphle. Morphlocky, Morphle nicht krank. Oh-oh. Fühlst du dich gut genug, Boba zu folgen? Ja. Endlich haben wir dich. Du musst reingehen, Boba. Wenn du krank bist und draußen bleibst, machst du viele andere Zaubertiere krank. Wie auch Morphle. Und wir können auch zu Hause viel Spaß haben. Nicht wahr, Morphle? Ja! Wow! Siehst du, Boba? Drinnen spielen kann echt lustig sein. Das war ein Erdbeben, Morphle. Oh, oh nein! Ich hoffe, es ist nichts kaputt. Oh, Mila! Lass uns das mal angucken. Ich frage mich, wohin das führt. Gucken wir doch mal. Morphle, verwandle dich in einen Monster-Truck. Ganz schön dunkel hier unten. Morphle, pack einen großen Scheinwerfer aufs Dach. Gut. Durchsuchen wir die Höhle. Hallo? Ups, tut mir leid. Ha?
Hallo, Mila und Morphel. Sagt mal, wisst ihr, wer dieses Loch gemacht hat? Nein, wir versuchen auch, das herauszufinden. Das ist gut, denn mir wurde auch mein Baumaterial geklaut. Wir werden uns danach umgucken. Lass uns weiterfahren, Morphel. Oh, Mila, jemand hat dieses Loch gemacht und das Futter für die Zauberwesen mitgenommen. Oh je, lass uns schnell diese Person finden, Morphel. Guck mal, Morphel, es ist der Erdhai. Erdhai, wir sind nicht sauer. Du hast diese Sachen nur genommen, um ein Zuhause für deine Familie zu bauen. Das ist so süß. Morphel, komm, wir helfen ihm, ein großes Heim zu bauen. Verwandle dich in einen Kran. Braucht ihr Hilfe? Genieß dein neues Zuhause. Aber nächstes Mal, frag bitte einfach, wenn du Hilfe brauchst. Und jetzt müssen wir wohl ein paar Löcher stopfen. Ich glaube, er möchte uns helfen. Super, dann sind wir im Nu fertig. Okay, das ist das letzte Loch. Danke für all die Hilfe und viel Glück mit deinem neuen Zuhause. Tschüss! So macht echt Spaß. Aber ich brauche eine kurze Pause. Warum spielt ihr nicht ein bisschen mit dem Ball? Ich bin ausgeruht. Machen wir weiter. Ja. Okay, Papa. Warum rennt ihr frei im Zoo herum? Tiere, kommt zurück! Die Stadt ist nicht sicher! Was ist los, Zoowärter Kenneth? Vier Tiere sind beim Ballspielen in die Stadt gerannt. Upsi! Keine Sorge, wir werden die Tiere zurückbringen. Morphel, verwandle dich in ein Rennauto. Ich wusste nicht, dass es eine Parade gibt. Hört auf, Tiere! Tiere, hör nicht auf! Sie glauben, dass es ein Spiel ist, aber sie hören bestimmt auf, wenn wir ihnen den Ball wegnehmen. Morphel hat Ball! Fast! Oh, was ist hier los?
uns leid, Herr Wanderbus. Mila und Morphel hätte ich mir denken können. Das ist unsere Chance. Verwandle dich in eine Rakete. Ihr müsst aufhören zu spielen, Tiere. Ihr könnt nicht einfach überall spielen. Aber ihr könnt an einem sicheren Ort Ball spielen. Oh, da seid ihr ja. Habt ihr die Tiere aufgehalten? Wir konnten sie nicht vom Ballspielen abhalten, aber wir haben sie in Sicherheit gebracht. Das ist toll. Danke, Mila und Morphel. Ich brauche eine Pause. Du kannst nie mit Morphel und mir mithalten. Ja, das stimmt. Ich kann nicht mehr mit den Kindern mithalten. Naja, einer von mir kann's nicht. Aber ich wette, mehr von mir könnten das. Hi, Papa. Hey, ich hab mich etwas ausgeruht und jetzt fühle ich mich viel schneller. Wie wär's mit einem kleinen Wettrennen zum Stadtplatz? Echt jetzt? Klar. Morphel, verwandle dich in ein Rennauto. Ist schneller als Morphel. Alberner Papa. Gewonnen. Nein, habt ihr nicht. Ich bin schon eine Weile hier. Wow. Was? Wie hast du das gemacht? Ich fühle mich viel schneller. Versuchen wir es doch nochmal. Machen wir ein Wettrennen zum höchsten Baum außerhalb der Stadt. Aber das ist so weit weg. Wollt ihr nicht mehr mit mir um die Wette laufen? Doch, na klar. Okay, los geht's. Er kann das nicht gewinnen. Da ist der höchste Baum. Ihr seid da. Super. Ihr wart schneller, als ich dachte. Was ist hier los? Machen wir ein Wettrennen zur Baumspitze. Ja! Das kann doch nicht wahr sein. Träumen wir, Morphel? Morphel weiß nicht. Machen wir ein letztes Wettrennen nach Hause. Ich werde etwas müde. Diesmal müssen wir gewinnen, Morphel. Ja! Auf die Plätze. Fertig. Los! Morphel, verwandle dich in eine Rakete. Wir müssen noch schneller sein, Morphel. Morphel, versuch! Morphel, zu... Tut mir leid, Morphel. Ist alles okay? Ja! So, was haben wir denn hier? Morphel ist zu müde, um uns aufzuhalten, Stein. Gebt ihn zurück. Ich glaube nicht. Tschüss! Was glauben Sie, was Sie da tun? Oh! Was? Wow, was ist hier los? Geben Sie ihn zurück. Natürlich, wir haben doch nur Spaß gemacht. Danke, Papa, aber es gibt so viele von dir.
Ich wollte euch einen Streich spielen und Doppler hat mir geholfen und mich 5-mal verdoppelt. Ich hab euch endlich eingeholt. Ihr wart so schnell.